Lektion 226 aus Ein Kurs in Wundern. Mein Zuhause erwartet mich. Ich will hineilen. Und die Lektion schenkt uns folgenden Einführungstext. Wenn ich es so beschließe, kann ich von dieser Welt ganz scheiden. Es ist nicht der Tod, der dies ermöglicht, sondern eine Geistesänderung über Sinn und Zweck der Welt. Wenn ich glaube, dass sie, wie ich sie jetzt erblicke, einen Wert hat, dann wird sie weiterhin für mich bestehen bleiben. Doch wenn ich keinen Wert in der Welt erblicke, wie ich sie sehe, nichts, was ich für mich behalten oder suchen möchte als ein Ziel, dann wird sie von mir scheiden. Denn ich habe nicht nach Illusionen gesucht, um die Wahrheit zu ersetzen. Ja, die Frage ist, und wir hatten diese Frage schon, was ist dein Zweck? Was ist dein Ziel hier? Was verfolgst du noch? Was möchtest du erleben, erreichen? Was hat für dich einen Wert? Und das müssen wir für uns klären. Denn wenn wir einerseits ja, Erlösung wollen, andererseits aber noch an bestimmten Dingen festhalten oder Erlebnissen oder Menschen, dann wird das eine schwierige Nummer. Und das heißt nicht, dass wir nicht liebevoll sind zu unseren Mitmenschen, zu unserer Familie, unseren Kindern. Ganz im Gegenteil. Es heißt jedoch, dass wir von ihnen nichts mehr erwarten, dass sie nicht unseren Ansprüchen genügen müssen. Darin liegt dann Befreiung. Das ist der Zugang zur heiligen Beziehung. Und der Weg dahin oder das Mittel ist die Schau. Und die Schau erreichen wir durch den Blick nach innen und durch Vergebung, durch das Auflösen der Hindernisse, die der Schau im Weg zu stehen scheinen. Und die Kernfrage ist immer wieder die: Willst du das wirklich? Und diese Frage ist wirklich essentiell, beziehungsweise die Antwort darauf. Und wir sollten uns auch nicht gezwungen fühlen zu sagen, ja, ich will das unbedingt und meinen es gar nicht so. Dann verbauen wir uns die Chance, dass wir es genau betrachten können. Denn unser Ziel bestimmt letztlich den Weg. Du erinnerst dich vielleicht noch an die Worte: Leide, so hast du entschieden, dass Sünde, also Trennung, dein Ziel ist. Sei glücklich und du hast die Macht der Entscheidung ihm gegeben, der sich für dich, für Gott entscheiden muss. Das ist die kleine Gabe, die du dem Heiligen Geist anbietest. Unser Ziel bestimmt also ganz klar die Mittel, die eingesetzt werden. Und wenn das Ziel ist, hier einfach, weil wir ihm Wert beimessen, noch bestimmte Erfahrungen zu machen, etwas zu erleben, etwas zu erreichen, dann werden die entsprechenden Mittel benutzt. Und es sind die Mittel, die wir gemacht haben, nämlich die Mittel des Urteilens. Und Urteile verhindern konsequent die Schau. Urteile führen zu Sehen, wie wir es kennen. Im Textbuch heißt es dazu: Nur zwei Zwecke sind möglich. Der eine ist die Sünde,
der andere die Heiligkeit. Dazwischen gibt es nichts, und welchen du wählst, bestimmt das, was du siehst. Denn was du siehst, entspricht bloß dem, wie du dein Ziel erreichen willst. Und wenn wir sagen, ja, okay, ich will hier noch bestimmte Sachen erreichen, ich will, hab Reisen vor, ich möchte diese und jene Umsätze machen, ich möchte noch dieses und jenes kennenlernen, was auch immer. Es gibt tausend Sachen, dann ist es ziemlich schlau zu fragen, warum ist das so? Was versprechen wir uns davon? Was ist unsere Hoffnung oder unsere Befürchtung? Das könnte ja auch sein, dass wir fürchten, etwas zu verlieren. Wir müssen dem auf den Grund gehen. Denn die Bedeutung, die wir etwas geben, führt ja dann zu einem Ziel. Was keine Bedeutung hat, kann nicht wahrgenommen werden, heißt es. Und die Bedeutung blickt immer nach innen, um sich selbst zu finden, und erst dann nach außen. Alle Bedeutung, die du der Außenwelt verleihst, muss daher den Anblick widerspiegeln, den du innen gesehen hast, oder vielmehr, ob du überhaupt gesehen oder nur dagegen geurteilt hast. Kurz gesagt, könnten wir auch fragen, was bringt dir das? Was bringt dir das Festhalten an eigenen Zielen? Was erhoffst du dir davon? Und der Kurs fragt uns, willst du denn deine eigene Identität nicht erkennen? Möchtest du nicht freudig deine Zweifel gegen die Gewissheit tauschen? Möchtest du nicht gerne frei von Elend sein und wieder lernen, was Freude ist? Und vielleicht sagst du, ja, klar, es ist schon irgendwie vernünftig zu wissen, wer man eigentlich wirklich ist, denn das ist ja eine sehr sinnvolle Basis. Und das klingt doch alles ganz gut, aber ich muss mich echt hier um mein Einkommen kümmern und außerdem bin ich krank und habe diese und jene Schmerzen und ach ja, ich habe so viele tolle Ideen, die ich schon auch gerne verwirklichen würde. Es ist so schön, diese Ideen umzusetzen. Wenn du diesen Argumenten folgst, dann kannst du ganz leicht erkennen, dass sie einfach nur dazu da sind, dich genau in diesem Kreislauf festzuhalten. Es wird sich nichts ändern. Und gleichzeitig ist es so, dass du dich natürlich um dein Einkommen kümmern kannst, dass du gesund werden sollst. Du bist es ja schon, aber wir erkennen es nicht. Und dass du das, was in dir steckt an Kreativität, gerne der Welt schenken kannst. Da spricht nichts dagegen. Die Frage ist, aus welcher Geisteshaltung heraus erfolgt denn das alles? Und wenn wir es so sehen, ist es eigentlich gar nicht mehr so schwierig zu sagen, okay, ich will wissen, wer ich wirklich bin. Es hindert mich ja nicht daran, meine Kreativität zu entfalten. Im Gegenteil, mit dem Wissen und der Erfahrung, wer du wirklich bist, mögen da vielleicht noch ganz neue Dinge in dir auftauchen, die du mit Freude gibst, der Welt schenkst, weil sie plötzlich einen ganz anderen Kern in sich tragen. Und so verstehen wir auch jetzt ganz genau, was der Einleitungstext zur Lektion 226 sagt.
Wenn ich beschließe, kann ich von dieser Welt ganz scheiden. Und es ist eine Geistesänderung über Sinn und Zweck der Welt, die dies ermöglicht. Wenn ich glaube, dass sie, wie ich sie jetzt erblicke, einen Wert hat, dann wird sie weiterhin für mich bestehen bleiben. Doch wenn ich keinen Wert in der Welt erblicke, wie ich sie sehe, dann wird sie von mir scheiden. Da steht nicht, dass sich alles in Luft auflöst und nichts mehr ist. Da steht, dass wir das nicht mehr sehen, das für uns keinen Wert mehr hat. Und wenn es keinen Wert mehr hat, wozu sollten wir es dann auch noch sehen wollen? Sondern wir erblicken dann das, was für uns Wert hat. Und das ist ja vollkommen vernünftig. Und du kennst das jetzt auch schon. Es gibt bestimmt Sachen, die du dir angeschafft hast, von denen du ganz begeistert warst, die richtig toll waren. Und so über die Zeit hinweg hat sich deine Sicht darauf verändert und dann gab es vielleicht irgendwie etwas Neues, das in der Funktion ähnlich ist, aber irgendwie viel toller. Und so langsam ist in dir der Wunsch entstanden, dass du doch hier das Neue haben möchtest. Bei Kleidung könnte das zum Beispiel oft so sein. Denn die Funktion zu schützen, zu wärmen, ist ja erfüllt. Aber dann gibt es ja doch die Funktion, gut auszusehen und die ändert sich ja doch recht schnell, ist eben ein Modegeschmack. Und plötzlich ist das, was vorher voll toll war, gar nicht mehr toll und wir sehen es anders und dafür erblicken wir Neues, was uns sehr erstrebenswert scheint. Und wenn wir uns das vergegenwärtigen, dass wir es ja jetzt auch immer schon erleben, dass wir Sachen anders sehen, neu sehen und alte Sachen ihren Wert für uns verlieren, was nicht so sein muss, aber eben kann und wir haben es erlebt, dann verliert das so seine Schreckensdimension, wenn wir darüber reden, dass eine Welt verschwindet. Es klingt ja nicht nur toll, es klingt ja auch ein bisschen nach, was habe ich denn dann? Doch wir kennen diesen Prozess. Er ist uns total vertraut. Und nichts anderes geschieht hier. Allerdings steckt in diesem Prozess durchaus ein Wechsel der Ebene drin. Da steckt Erlösung drin, so dass wir der Wahrheit immer näher kommen, dem Teil, der sich dann nicht mehr ändert, der immer schön ist. Und so können wir uns vielleicht jetzt darauf einlassen, zu sagen, mein Zuhause erwartet mich, ich will hineilen. Und gib dir wieder einige Minuten der inneren Betrachtung. Spüre, dass das einen Wert für dich hat. Und wir nutzen das Gebet, das uns die Lektion 226 gibt, um in diese innere Betrachtung zu kommen. Vater, mein Zuhause erwartet meine frohe Rückkehr. Deine Arme sind offen, und ich höre deine Stimme. Was brauche ich an einem Ort eitler Verlangen und zerschlagener Träume zu verweilen, wenn der Himmel so leicht mein sein kann? Und lass dich ganz ein jetzt
auf deine innere Betrachtung. Konzentriere dich auf deine Mitte. Und der geistige Raum öffnet sich. Und du trittst ein in diesen einen Augenblick jetzt. Es gibt keinen anderen, es ist immer der eine. Er ist gewissermaßen der Vorgarten deines Zuhauses. Von hier aus kannst du in Ruhe betrachten, was für dich wert ist und was für dich bedeutungslos ist. Hier kannst du betrachten, was du wirklich willst. Vielleicht nimmst du durchaus noch widersprechende Stimmen in dir wahr. Sich widersprechende Gefühle. Ja, du möchtest diese Ruhe und den Frieden. Doch es gibt auch noch andere Sachen, die du möchtest. Es ist also ein Konflikt in dir, beziehungsweise du bist in Konflikt. Und wenn in dir das Gefühl vorhanden ist, dass es trotz deiner verschiedenen Wünsche es gut wäre, dem Weg der Erlösung zu folgen, weil du so eine innere Stimme hast, die dir das sagt, so ein Gefühl, weil es dich ja nicht umsonst zum Kurs gezogen hat und in diesen Augenblick jetzt. Dann löse den Konflikt dadurch, dass du sagst, Heiliger Geist, übernimm du mein Ziel. Ich selbst kann es gar nicht. Ich bin in Konflikt. Heiliger Geist, übernimm du das. Und spür einmal, wie du in Frieden kommst. Spüre, wie sich die Ruhe in dir ausbreitet und Zuversicht da ist. Gib dem Raum. Und dehne dich selbst dahin aus. Und wenn Gedanken kommen, die dich wieder rausziehen wollen, sage Stopp. Diese Gedanken will ich nicht mehr. Ich akzeptiere sie nicht. Ich vertraue jetzt auf die Führung des Heiligen Geistes. Ich bin mir sicher, dass er das Richtige tun wird. Ganz sicher. Denn mein Zuhause erwartet mich. Ich will hineilen.
und spüre einmal die sanfte Freude, die sich in dir ausbreitet. Und wenn du sagst, ich kann aber diese Freude nicht spüren, dann halte jetzt noch einmal inne und schau ganz ehrlich, wo verfolgst du jetzt noch eigene Ziele? Wo bist du im Widerstand? Betrachte es ganz in Ruhe und ärgere dich nicht darüber. Es ist ganz normal. Es ist ein Prozess. Und in diesem Prozess kann es einfach vorkommen, dass wir uns immer selbst blockieren. Wo machst du dich jetzt noch zu einem Opfer, weil du sagst, ich kann das nicht, ich spüre nichts? Schau einfach in Ruhe hin und vergib dir, dass es so ist. Mach kein großes Ding draus. Stell es einfach fest. Und wenn du dann dieses Ja-Aber erwischt hast, das dich davon abhält, zu spüren, die Freude wahrzunehmen, die da ist, dann kannst du dich fragen, will ich das noch? Ich brauche es nicht mehr. Warum sollte ich mir die Freude verwehren? Nimm du das, Heiliger Geist. Nimm du diese Gedanken, die mich blockieren. Ich kann damit nichts mehr anfangen. Und spüre, wie sich Entspannung in dir breit macht. Vielleicht musst du das 2-3 Mal machen. Dann gib dir diese Zeit und erlaube dir, dann die Freude zu spüren. Sage dir, sie ist ja da. Warum soll ich sie dann nicht wahrnehmen? Denn die Freude ist immer da. Das Einzige, was wir tun, ist, dass wir sie aussperren. Es ist also nichts, was zu uns kommt, weil wir etwas Bestimmtes tun, sondern es ist immer da und wir lassen es zu, es wahrzunehmen oder nicht. Das ist etwas ganz anderes. Und das gibt dir die Macht, darüber zu entscheiden, wie es sein soll. Im Textbuch steht, der Heilige Geist garantiert dir, dass das, was Gott für dich wollte und dir gab, auch dein sein wird. Das ist mehr als ein Versprechen. Das ist eine Garantie, die über alle Garantien, die du in dieser Welt sonst findest, weit hinausgeht. Vertraue darauf, dass es so ist. Es geht nur noch darum, es nicht mehr zu blockieren. Und Stück für Stück die Ketten zu lösen,
diese Blockaden aufrechterhalten. Und auch dafür sind dir alle Mittel gegeben. Ganz zuvorderst die Vergebung. Und vielleicht möchtest du dir selbst einfach vergeben. Dir vergeben, dass du dich ärgerst. Dir vergeben, dass du denkst, du kannst das nicht. Sage dazu ganz einfach: Heiliger Geist, schau du mit mir diese Gedanken an, diese Gedanken des Ärgers, des Zweifels, des Frustes. Zeige mir die Wahrheit und nimm wahr, wie sich etwas in dir entspannt. Und sage dann, ich brauche diese Gedanken nicht mehr. Nimm du sie, denn ich will vergeben und es wird verschwinden. Vater, mein Zuhause erwartet meine frohe Rückkehr. Deine Arme sind offen. Und ich höre deine Stimme. Was brauche ich an einem Ort eitler Verlangen und zerschlagener Träume zu verweilen, wenn der Himmel so leicht mein sein kann? Danke für dein Zuhören und dein Einlassen. Habe einen wahrhaft gesegneten Tag.